Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Wie versprochen, wieder bei Far Cry Primal, wollten wir heute hier die Mission von ihr annehmen, die wir letztes Mal ein bisschen übersehen hatten. Und haben auch schon direkt die neue Aufgabe bekommen. Und hier ist nur das Fenya-Haus, was wir halt aufbauen sollen. Aber dazu fehlen uns halt noch ein paar Materialien. Ich hoffe, das, was sie mir jetzt aufgegeben hat, ist nicht so weit weg. Na doch, schon ein bisschen, ne? Mittel. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten voran? Schwierigkeit leicht, Belohnung XP. Ich würde sagen, wir reisen mal nach hier. Und gehen doch erstmal zu dem anderen Typen. Damit wir klettern können. Das ist mir persönlich doch wichtig. Macht, glaube ich, vieles einfacher. Wir haben ja nicht umsonst unseren Außenposten hier. Jetzt können wir nämlich erstmal eventuell hier dieses Dorf einnehmen. Und dazu laufen wir mal hier rüber. Es ist leicht. Wir haben jetzt schon mittlere Aufgaben erfüllt. Ich brauche mal ein paar Tierfälle wieder. So. Du gehörst mir. Ich zähm dich mal. Ich schlitz dich mal auf. So, hier haben wir noch ein paar Udamen unten und Tote. Und das meine ich nämlich. Ich komme hier immer so selten runter. Wo sind sie? Die sind jetzt schon wieder da oben. Was sollen die mal da machen? Wir sind sie quasi geschickt umlaufen. Hier liegen irgendwo Leichen. Die Frage, sind das unsere, sind das Gegner? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sie ist bei so Toten auch immer schwer zu sehen. Bisschen Holz können wir wieder einsammeln. Hier haben wir noch einen Toten. Okay. Hier sind wilde Bestien. Kommt die hier hoch? Ich weiß es nicht. Also die tötet hier auch alles. Oh Gott, den will ich haben. Wo ist die Katze? Eine weiße Katze. Okay, sie sind markiert. Wir laufen jetzt mal schnell dahin. Da bin ich jetzt gespannt drauf, ob wir die bekommen. Hier ist ein Hund. Komm. Was ist das denn für ein Tier? Ein seltener Steinwolf. Schade, hätten wir uns auch vielleicht mal so skillen können. Aber wir haben das Tier erledigt und das gibt auch nochmal schöne XP-Punkte. So. Meins. Meins, meins, meins. Ja, habe ich gar keine Pfeile mehr. Stellen wir mal ein bisschen was her. So. Nee.
Wie gesagt, hier, die Katze wollte ich eigentlich haben. Verdammter Schmarke. Gucken, sie reagiert. Ist schwierig. Die Katze macht jetzt hier ordentlich Stress. Was bist du denn? Ein Dachs? Oh, die scheinen echt übel zu sein. Komm mal hier. Tushi. Was ist denn so ein Dachs so anstrengend zu killen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, aber wir haben jetzt Dachsfell. So. Die Katze wird jetzt leider weg sein, glaube ich, mal ganz stark. Was ziemlich schade ist. Weil die hat mich doch sehr... Außenposten. Außenposten sind feindlich, ist mir schon klar. Wir versuchen uns mal doch dem Außenposten zu nähern. Still und heimlich. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schiefer. Komm, einsammeln und ab Randa. Holz ein bisschen mitnehmen. Brauchen wir jetzt mehr denn je. Da ist der Posten. Ich hol mal die Eule. Mit RT können wir Bestien losschicken. Ah, hier ist schon gar keiner mehr. Alle schon tot. Da sind einige in dem Außenposten, wie es aussieht. Nein, Entschuldigung. Okay, das war gerade echt mies, glaube ich. Wo ist der? Da ist er. Komm. Nein! Also, oh Gott sei Dank, wir haben den Posten geholt. Huh, ich dachte schon, ich bin jetzt verreckt. Aber ich werde jetzt mal doch schnell was essen. Das würde ja sonst richtig in die Hose gehen, glaube ich. So, wir gucken uns jetzt erstmal hier alles an. Ja, sieht halt alles nicht so toll aus. Viele Tote. Schade, dass wir den Hund befreit haben. Den hätten wir uns vielleicht skillen können. War, glaube ich, auch Sinn der Sache. Ui, die sind alle nackig. Ui, was haben wir denn da drin? Komme ich denn da rein? Ah, nicht heulen, das Leben geht weiter. Es ist halt anstrengend.
suchen. So. Meins. Es tut mir auch leid um euch. Aber hey, ich habe euch jetzt befreit. Das haben die Gegner hier noch alles so parat liegen. Ein bisschen Tierhaut. Aber ich habe halt leider doch das Gehege zerstört. Schade eigentlich. Der Wolf hätte es mir angetan. Oh, was haben wir jetzt hier noch? Eine Höhle? Was ist in der Höhle? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Schiefer. Das scheinen auch nur Schlafgemächer zu sein. Schade. Nicht erwischt. Wo liegt der Speer? Der kostet Geld. Okay, die Stelle haben wir. Da hätten wir uns auch reinschleichen können. Wäre natürlich auch schick gewesen. Wahrscheinlich war das auch so gedacht. Gucken aber trotzdem hier mal durch, was wir hier jetzt noch haben. Da hätte man außen rumgehen können. Hier können wir nächtigen. Hier können wir unsere Waren zwischenlagern. Da nochmal eine Tote. Eine Nackttote. Naja, nicht schlecht für so einen kleinen, für einen Außenposten. Hat sich gelohnt. Dann geht es nämlich jetzt weiter zu dem hier. Oh, wir können, wir können ja, sag ich mal, das Ding da mitnehmen. Und wie kommen wir da hin? Wir gehen hier hoch, glaube ich. Lassen wir den Wolf mal da stehen. Fallenbogen ist einfach das beste Fernkampfmittel. Geht am schnellsten und halt am genauesten, ich finde. So. Hey, was geht mit dir? Haha, geil. Wo ist das Vieh hin? So. Das ist ein Vogel, okay. Komm schon her, dumme Katze. Ein Höhlenlöwenfell. Okay. Ich höre schon wieder so viele Gegner. Hier haben wir wieder ein bisschen Holz. Wie gesagt, das braucht man für die ganzen Fälle. Alles Gegner? Nee, das ist unser Volk. Ich kann echt nicht mehr zielen. So. Danke, gehörst mir. Finja-Ereignis abgeschlossen. Cool. Einfach mal hier sowas mitgenommen. Da haben wir die Katze wieder. Was ist das denn? Nee, das ist keine Katze. Zwei neue Dorfbewohner. Juhu. Alles eingesammelt, was wir kriegen können. Wie gesagt, ich wollte erstmal zu dem Fragezeichen hier. Dein Tier scheint sich für den Köder zu interessieren. Ja, frag mich doch jetzt nicht, welches Tier das war. Das ist jetzt so schlau, hier durchs Wasser zu warten. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen das hier mal alles mit. Was bist du denn? Grünblatt. Fleischfangrast. Ich
komme hier nicht rein. Was haben wir denn hier liegen? Fischis? Coole Sache. Wir haben auch ein kleines Feuer. Pfeil anzünden. Nur nächtigen dürfen wir hier nicht, wie es aussieht. Das wäre jetzt natürlich noch vom Vorteil gewesen. Kleinen Schlafplatz. Aber nee, es ist nur ein geheimer Ort. Gut, aber immerhin, wir haben den geheimen Ort und wir sind schon nah dran hier am Handwerker. Ich glaube, das ist auch nicht so verkehrt. Was seid ihr denn? Nasenbären. Komm, Katze. Hier ist schon einer verreckt. Den habe ich doch gut getroffen. Ein Tapir. Entschuldigung, Nasenbär. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Oberbegriff ist. Vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, ne? Wo ist das Tier denn? Nicht erwischt, wie es aussieht. Komm, hau ihn tot. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Ja, sammeln wir mal hier. Wie gesagt, Tapirfell, alles sowas drum und dran. Man weiß nie, was man es gebrauchen kann. So, jetzt kommen wir hier natürlich nicht hoch. Jetzt muss man kurz hier rüber schwimmen. Irgendwo müssen wir die Klippen ja aufsteigen können. Das Schöne ist ja, dass die Tiere ja wirklich halbwegs... Bist du verreckt? Bist du verreckt? Renn doch nicht weg mit dem Ding im Arsch. So, hier haben wir auch schon mal einen Wildschwein. Er ist gestorben. Boah, eigentlich ganz hinten. Oh, seltenes Schiffgras. So, Wildschweinhaut. Wer weiß, irgendwofür braucht man es immer. So, komme ich jetzt auch hier hoch? Hier geht's hoch. Wie gesagt, wir wollen ja hier zur Aufgabe vorstoßen. Ich muss da irgendwo hochgehen, meine Güte. Hier haben wir schon Klippen. Oh, da drüben ist ein Feuer. Unterschlupf des Verlorenen. Nur wie kommen wir da hin? Ja, ich muss mal hier Minimap. Wir sind, glaube ich, echt komplett falsch gelaufen. Wir müssen zurück. Hier kommen wir nicht hoch, oder? Nein, wir müssen wirklich den kompletten Weg zurücklaufen. Was für ein Mist aber auch. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Der ist es das kürzeste. So, komm. Jetzt aber hurtig. Vielleicht finden wir ja unsere gestorbenen Tiere noch zwischendurch, die wir gerade schon übersehen haben. Jetzt einfach hier mal ein bisschen durch die Pampa. Oh, guck mal hier. Korrekt. Das sieht doch schon mal besser aus.
Jetzt haben wir hier gute Chancen. Hochzukommen. Los. Hoppala. Was haben wir hier für ein Holz? Egal, eingesteckt. Da ist was Lilanes. Lila, lila. Da ist lila. Geh mal aus der Sonne. Lila Blatt nehmen. Interessanter Name für so ein interessantes Kraut. Okay. Hier sind wir auch, glaube ich, richtig. Hier sind wir echt, glaube ich, richtig. Hier unten war irgendwo der Zugang. Nein. Oh. Dich wollte ich mir noch mitnehmen. Wo kommen wir denn da rein? Junge. Noch weiter runter. Wir müssen da hin. Okay. Jetzt geht die Sonne auch auf. Also wir haben die Nacht schon mal gut überstanden. Das ist schon mal ein Vorteil. Ah, nur nicht hier abschützen. Okay, super. Jetzt haben wir den Zugang gefunden. Aber... ich mache jetzt eine Pause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Guck mal, handwerklich können wir jetzt hier schon mal... oh, wir haben Punkte neu. Die müssen wir natürlich auch noch vergeben. Die wechseln von Waffen mit Y schneller, selbst während des Sprintes. Das Zielen... okay, nehmen wir. Zack. Gekauft. Also, wir kommen auf jeden Fall voran, denke ich mal. Ne? Und ich denke, ihr seht das genauso. Deswegen bleibt mit treu. Bis zum nächsten Mal.